Alarm, es kommt ein Notruf an. Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert, er bleibt ruhig und konzentriert. Denn er löscht den Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht, Sam hilft dir in der Not. So, ihr seid also wirklich sicher, dass ihr ohne mich auskommen werdet? Sie fahren doch nur für einen Tag an den Strand raus, Sir. Wir kommen klar. Oh, an meinem letzten freien Tag schafft der Squidling denn tatsächlich, sich an einen Gartenzwerg zu kleben. Das hätte aber wirklich jedem passieren können. Wir machen das schon. Ziehen Sie denn jetzt gar keine Shorts und Sandalen an? Oh, nein, nein, nein. Völlig undenkbar. Es geht doch wohl nichts über eine Uniform. Was denn sonst? Viel Vergnügen am Wasser. Über einen Seestern würde ich mich freuen. Ja. Ich habe ganz viele Käse- und Wurst-Sandwiches gemacht, nur Ihre Lieblingssorten. Oh, Sie verwöhnen mich wirklich allzu sehr, Dillis. Hey, sind da auch Chips drin? Lass das, Norman. Trevor, bitte verstauen Sie den Korb gut, bevor der Gierschlund ihn noch in die Finger kriegt. Hey, Norman. Tag, Mandy. Endlich fahren wir mal wieder in die Krabbenzangenbucht. Und endlich machen wir mal wieder ein leckeres Picknick. Morgen. Es wird Zeit, auszurücken. Die ideale Route habe ich schon berechnet. Ihre Berechnung ist überflüssig. Mein Bus verfügt über ein neues Satellitennavigationssystem. Wenn ich mal eine Strecke nicht weiß, gebe ich einfach das Ziel an und es führt mich direkt dahin. So einen Unsinn habe ich mein Lebtag noch nicht gehört. Das ist modern. Guten Morgen, Trevor. Guten Morgen, Sally. Du meiner Treu. Zur Krabbenzangenbucht, bitte. Mit Vergnügen, Trevor. Geradeaus auf der Hauptstraße von Pontypandy. In 80 Metern links abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Och bitte, Sam, bitte sei nicht so. Sag ja, bitte. Die Feuerwache zu leiten ist aber eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, Elvis. Ist doch klar, Sam. Und ich kann verantwortungsvoll sein, wenn ich darf. Na gut. Wir werden es versuchen. Danke, Sam. Ich werde dich auch auf keinen Fall enttäuschen. Klar. In 200 Metern links abbiegen. Na, also nach meinen Berechnungen geht es da vorne aber nach rechts. Bei allem Respekt, Hauptfeuerwehrmann Steele. Da oben saust ein Satellit durch den Weltraum, der mir sagt, wo ich langfahren soll. Ja. Und ich sitze in Ihrem Bus und sage, es ist falsch. Aber meine Herren, wir wollen doch heute einen schönen Tag haben. Dillis hat recht. Machen Sie doch Musik an, Trevor. Oh, wieso nicht? Musik? Ausgezeichnet. Ein guter alter Kanon. Da kommt Stimmung auf. Über den säuselnden Wäldern, unter einem Stern. Fern von Sorgen und Nöten, da wohnt mein Herz so gern. Also bitte, was ist mit der Mannschaft los? Mitsingen! Wir wollten eigentlich lieber Radio hören. Ja, wir wollten gern richtige Musik hören. Richtige Musik? Nun, das ist mein Bus. Und wenn ein Großteil der Fahrgäste das wünscht, bitte. Genau. Cool. Super Musik. Oh, ist das schrecklich. Komm schon, nun mach endlich. Irgendwo muss doch jemandem zu helfen sein. Das ist offenbar der ruhigste Tag in der Geschichte von Pontypandy. Keine Brände, keine Katze steckt im Baum. Kein Norman Price. Oh ja, das ist es bestimmt. Nicht jeder Tag ist voll von Gefahren und Aufregung, Elvis. Feuerwehrleute müssen mit allem klarkommen. Auch einem Tag, an dem nichts passiert. Du hast recht, Sam. Aber wenn etwas passiert, bin ich zur Stelle und einsatzbereit. Na bitte, wir sind schon fast am Strand. Oh, wie schön. In 300 Metern links abbiegen. Nein, 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 das ist doch blanker Unsinn. Laut meiner Karte kann es da vorne nur nach rechts gehen. Oh, geht das schon wieder los? Aus Feuerwehrmann Steele. Ich fahre nun schon seit über 20 Jahren Bus. Und ich habe noch nie... Und ich fuhr schon einen Löschzug, als Sie noch im Tretauto saßen. Aus mit der Quasselkiste und rechts abbiegen. Links. Rechts. Links.
Könnten sich die beiden Herren vielleicht mal einigen? Wir biegen links ab. Es ist mein Bus, mein Navigationssystem. Und ich bin immer noch der Fahrer. Alle gut festhalten! Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das kann nicht stimmen. Festgefahren? Oh nein, da rührt sich nichts. Oh, mir ist ziemlich übel. Tja, ich würde auch gerne etwas Nettes zum Besten geben, aber laut meinem Gezeitenkalender hier wird die Flut an diesem Küstenabschnitt unmittelbar jetzt einsetzen. Ach du meine Güte! So viel zu den modernen Spielzeugen. Ich verstehe das nicht. Das Navi sollte garantiert fehlerfrei funktionieren. Was wollen wir jetzt tun? Wir rufen Feuerwehrmann Sam. Hier. Dazu brauchen Sie dieses moderne Spielzeug. Dankeschön, Trevor. Ja, das wurde auch Zeit. Ruhig bleiben, Elvis. Das wird deine Bewährungsprobe. Krabbenzangenbucht? Jede Sekunde zählt. Schnell, Penny. Was ist passiert? Der Bus festgefahren am Strand der Krabbenzangenbucht. Und die Flut wird gleich kommen. Alles klar. Penny und ich fahren mit Jupiter. Sag du Tom Bescheid, dass er uns dort treffen soll. Kein Problem, Sam. Gut reagiert, Elvis. Wirklich gut. Es wird doch noch ein Hauptfeuerwehrmann aus dir. Hauptfeuerwehrmann Cridlington. Das klingt gut. Vielleicht können wir ans Ufer schwimmen. Auf gar keinen Fall. Die Strömung ist viel zu gefährlich. Wir warten hier auf Hilfe. In 100 Metern anhalten und... Es wird alles gut. Feuerwehrmann Sam ist jeden Augenblick hier. Oh, mein Bauch. Ist er seekrank geworden? Oh, mein liebes, armes Pausbäckchen. Hm? Aha, das ist doch Tom Thomas. Jetzt sind wir gerettet. Tom, bitte kommen. Hallo, Sam. Wir brauchen die Winde. Der Bus ist fast unter Wasser. Wir müssen jeden einzeln herunterheben und an Land bringen. Kein Problem. Ich lasse jetzt den Doppeltragegurt runter. Na dann, Mandy. Du zuerst. Nur keine Angst. Angst? Das macht doch Spaß. Sehr gut, Tom. Schön vorsichtig. Super. Ich hole dann die anderen. Bald haben wir alle wieder sicher zurück. Hervorragend, Sam. Bisschen. Tolle Aussicht. Aber oje, oh weh. Das war dein letzter Fluggast, Tom. Saubere Arbeit. Danke, Sam. Over and out. Dieses unsinnige Satellitennavigationssystem. Es muss irgendwie übergeschnappt sein. Sehen Sie, man darf diesem neumodischen Schnickschnack einfach nicht vertrauen. Aber ohne unsere Handys wären wir niemals gerettet worden. Naja, abgesehen von den Mobiltelefonen. Und was ist mit unseren Funkgeräten? Naja, offensichtlich abgesehen von den Mobiltelefonen und den Funkgeräten. Hey, haben Sie nicht auch einen Computer auf der Feuerwache? Ja, ich gebe es ja schon zu. Ein paar dieser modernen Spielzeuge haben auch einen Zweck. Bis sie einen irre führen und in Schwierigkeiten bringen. Es tut mir leid, Hauptfeuerwehrmann Steel. Mit der altmodischen Karte wären wir besser gefahren. Oh, naja, belassen wir es dabei, wie man sagt, nicht wahr, Trevor? Und es ist auch noch reichlich Zeit, diesen freien Tag zu genießen. Ja, ich bin am Verhungern. Wo ist denn dieser Picknickkorb? Kein Wunder, dass es dir so miserabel geht, Norman Price. Du hast das ganze Picknick verputzt. Entschuldige, Mom. Hat jemand mal einen Eimer? Ach, du ungezogener Junge.